Und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Endstand im Müllerntor 0:3. Die PK ist zweigeteilt. In diesem Zuge begrüße ich zunächst Gästetrainer Uwe Rösler und seinen Pressesprecher Christian Krumm. Sie werden die Fragen beantworten, die in den Chat geschrieben werden. In diesem Sinne, Christian. Ja, zunächst einmal bitte ich dich um dein Statement, Uwe. Okay. Ja, also erleichtert, erfreut, glücklich, dass wir das letzte Meisterschaftsspiel bevor Weihnachten erfolgreich gestaltet haben. Wie jetzt schon gegen Karlsruhe haben wir in den ersten 3, 4, 5 Minuten den Gegnern eine Riesenchance gegeben. Das Spiel hätte sich auch anders entwickeln können, haben dann eine Riesenchance gehabt mit dem Pfostenschuss. Danach haben wir, sage ich mal, eine gute Stabilität gezeigt, haben das Spiel angefangen zu kontrollieren, haben dann auch folgerichtig das Tor gemacht, hatten dann noch 2, 3 gute Möglichkeiten, die wir nicht konsequent ausgespielt haben oder genutzt haben. Und dann, je länger die erste Halbzeit gegangen ist, haben wir durch unnötige Ballverluste das Selbstvertrauen geschwunden innerhalb der Mannschaft haben dann die Kontrolle weggegeben. Und dann hatte St. Pauli dann noch durch Standardsituation gute Möglichkeiten. Ja. Und ich habe mich dann veranlasst gefühlt, dann was zu ändern schon vor der Halbzeit. Es tut mir leid für Christopher Pettersen. Das ist nicht schön als Spieler, wenn man vor der Halbzeit ausgewechselt wird. Aber über die linke Seite, über unsere linke Seite kam mir einfach zu viel von den St. Paulianern. Und da habe ich mich gezwungen gefühlt, diese unpopuläre Entscheidung, die mir irgendwo leid tut, aber im Sinne der Mannschaft dann auch zu fällen. Zweite Halbzeit sind wir gut rausgekommen, muss ich ehrlich sagen, wieder ordentlich. Haben dann gut gespielt, machen dann noch das Tor. Die St. Paulianer haben dann gedrückt mit vielen langen Bällen. Möchte ich Flo Kastenmeier rausheben, wie unser Torwart dann den Druck von unseren Abwehrspielern genommen hat. Das war sehr, sehr gut für einen jungen Torwart. Sehr erfahren gewirkt. Die Mannschaft hat dann auch irgendwo eine gute Abgezocktheit gezeigt und wir waren fast bei jedem Konter, sahen wir richtig gefährlich aus. Machen dann natürlich, sage ich mal, auch durch Roven dann das Tor und im Endeffekt, glaube ich, waren wir verdienter Sieger. Ich wünsche den St. Paulianern alles Gute und für die neue Saison, zweite Halbserie. Und wir haben noch ein Spiel vor der Brust, was jetzt wichtig ist, auch erfolgreich zu gestalten. Herzlichen Dank, Uwe. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Den Anfang macht Ina Kast. Was sagen Sie zur Defensivarbeit von St. Pauli und inwiefern hat Ihre Mannschaft nun noch Kraft in den Beinen, um am Mittwoch gegen Rot-Weiß Essen zu spielen? Ja gut, wir haben in der englischen Woche 9 Punkte geholt. Darum wollten wir ja auch, so wie wir das eigentlich dann noch phasenweise in der ersten Halbzeit gezeigt haben, noch besser. Wir wollten das Spiel eigentlich ja kontrollieren, dass wir, sage ich mal, auch irgendwo aggressiv spielen, aber auch irgendwo kraftschonend spielen, dass man den Ball auch viel hat und die Gäste viel laufen lässt. Und über Flo Kastenmeier, der ein exzellenter Fußballer ist, sage ich mal, immer dieses Überzahlspiel haben. Das ist uns irgendwo dann abhanden gekommen, Ende erster Halbzeit, aber das war eigentlich auch so der Matchplan. Und ich glaube, wenn du gewinnst und wenn du im positiven Flow bist, wie wir jetzt sind, erholst du dich besser, ist die Stimmung besser. Wir werden jetzt auch Wechsel vornehmen, wieder Wechsel vornehmen. Nicht nur in der Starting 11 gegen Essen, aber auch vielleicht auch auf der Bank. Ja, und weil einige Spieler jetzt wirklich fast 3 Spiele durchgespielt haben. Und wir haben einen guten Kader, das habe ich immer gesagt. Solange der Kader fit ist und uns zur Verfügung steht, haben wir wirklich einen guten Kader und den müssen wir jetzt auch benutzen für Essen. Und bei mir hat jeder Spieler eine Chance. Und das musst du als Spieler dann auch dokumentieren, indem du den Spielern noch die Chance gibst. Und das wird jetzt auch gegen Essen der Fall sein. Und unser Ziel ist ganz klar, das Spiel zu gewinnen in Essen. Die nächste Frage kommt von Bernd Jolitz von der Rheinischen Post. Wie wichtig sind die 4 Siege zum Jahresfinale für die Köpfe? Ja, es ist für jeden. Ich glaube, es ist irgendwo. Wir hatten eine ganz schwere Zeit gehabt. Das ging uns allen irgendwo nah. Diese Kritik und dass wir das jetzt unter diesem Druck dann, sagen wir mal, so bewältigt haben, da rausgekommen sind als Truppe und jetzt auch verbessert haben. Wie gesagt, seitdem wir den Kader auch voll zur Verfügung hatten, Training wurden besser, Qualität
wurde besser, unsere Spiele wurden besser und da sind natürlich dann noch die Ergebnisse gekommen. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir das Jahr gut abschließen. Ne? Das ist mir unheimlich wichtig gegen Essen, dass wir das Pokalspiel gewinnen. Ne? Und dann kann man sagen, okay, ein paar Tage frei und dann hoffentlich nehmen wir das Momentum dann mit ins neue Jahr. Was dann noch wichtig sein wird, weil ich ja auch immer gesagt habe, wir müssen in Touching Distance sein. Bis Weihnachten, da sind wir jetzt. Aber die Mehrzahl der Spiele kommen jetzt noch in 2021 und da muss der Kader fit sein, in Form sein und gut motiviert sein und das sieht jetzt alles danach aus. Noch eine Frage von Bernd Jolitz. Was sagst du zur starken Leistung von Marcel Sobotka und Alfredo Morales? Ja, also hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, weil fange ich mal bei Alfie an. Alfie musste lange warten, aber auch länger verletzt. Hat zwei Verletzungen gehabt in der Vorbereitung und dann am Anfang der Saison und hat lange gedauert, musste auf seine Chance warten und hat er dann eindrucksvoll genutzt. Spielt jetzt genauso diese Position, wie ich das auch irgendwo verlange von dem Sechser. Schnörkellos, effizient, körperbetont, mutig im Ball haben zu wollen. Und das genau das macht er. Und ich habe gesagt, Alfie, wenn du so spielst, es ist schwer, dass jemand dich aus der Mannschaft drückt. Auch in Verbindung mit Eddie Pripp war das die letzten Spiele schon sehr gut und Mars und Cello, der hat jetzt uns unheimlich geholfen in einer ganz, ganz schwierigen Situation, wo wir keinen Linksverteidiger hatten, hat der Linksverteidiger gespielt. Da hat er schon sehr, sehr gut gespielt für mich, für die Mannschaft auch sehr gut, hat sich da super akklimatisiert, für eine sehr ungewohnte, hat er noch nie gespielt gehabt. Dann ist er ein bisschen rausgekommen aus der Mannschaft, hat jetzt zwei sehr, sehr gute Einwechslungen gehabt, wo er körperbetont, wo er dynamisch, wo er das Tor vorbereitet hat, jetzt gegen Osnabrück auch. Und für mich war das heute ziemlich klar, dass er heute auch eine gute Leistung bringen wird. Und das hat er auch gemacht. Sehr gut. Dann sehe ich soweit keine weiteren Fragen. Dann herzlichen Dank, Uwe, herzlichen Dank an die Journalisten. Ich wünsche allen Journalisten in Düsseldorf ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich mir auch dem FC St. Pauli und alles Gute. Und dann übergebe ich an Anne Kunze. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil der Pressekonferenz. Timo, wie fällt dein Fazit aus? Ja, natürlich ernüchternd. Wir wollten unbedingt das letzte Spiel des Jahres gewinnen und haben, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit noch halbwegs gut angefangen, haben unsere Chancen, lassen relativ wenig zu. Aber für die zweite Halbzeit gibt es dann so in der Form, glaube ich, auch keine Entschuldigung. Wir haben zunehmend den Faden verloren. Man hat gesehen, wie auch das Selbstvertrauen bei vielen Spielern von Minute zu Minute weniger wurde und dementsprechend geht das 3-0 dann hinten raus für die Düsseldorf auch absolut in Ordnung und da müssen wir uns schon fragen, wie das so dann auch zustande gekommen ist. Vielen Dank, Timo. Dann schauen wir, was die Presse schreibt. Kleinen Moment. Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt fragt, Timo, wie sehr hat dich der heutige Auftritt deiner Mannschaft schockiert? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich würde es gerne noch zweiteilen. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit das wirklich noch halbwegs gut auf den Platz bekommen haben. Wir haben unsere Chancen und nutzen die leider wieder nicht. Und zweite Halbzeit finde ich den Begriff schockiert dann vielleicht ein bisschen zu hart, aber das wurde wirklich von Minute zu Minute weniger und hektischer und fehlerbehafteter und irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass den Spielern so ein bisschen die Überzeugung gefehlt hat. Wir haben sogar noch unsere Chancen, irgendwie zurückzukommen ins Spiel, aber wir lassen natürlich, sobald wir ein bisschen Räume öffnen müssen, lassen wir hinten viel zu viel zu und das ist viel zu einfach, dann gegen uns in 1-gegen-1-Situationen sich durchzusetzen. Und die Fehler, die wir dann machen, die führen dann natürlich gegen die Klasse, die Düsseldorf hat, sofort zu klaren Torchancen und dementsprechend auch zu 3 Gegentoren. Gutje Rosenfeld von der Mopo möchte gerne wissen, die Mannschaft wirkte insgesamt von der Lautstärke her eher ruhig. Zu ruhig für dich? Ja, es ist kein neues Thema. Das Thema haben wir schon die ganze Saison, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Natürlich versucht man da einige Spieler mehr in die Pflicht zu nehmen, aber ich glaube, dass die Spieler, von denen wir es erwarten, dann vielleicht auch momentan eher mit sich beschäftigt sind. Das bringt uns als Mannschaft natürlich nicht weiter. Man versucht von außen irgendwie darauf einzuwirken, aber in den Momenten, wo es nicht läuft, fällt es der Mannschaft unwahrscheinlich schwer, sich auf dem Platz da selber wieder rauszuziehen. Und dann kommt eben auch so eine Leistung wie heute in der zweiten Halbzeit zustande. Dann nochmal Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt und dahingehend auch Frank Sorgatz vom SID.
Wann stand der Ausfall von James Lawrence fest und wie sehr hat euch dies aus dem Konzept gebracht? Und Frank Sorgatz wollte auch gerne wissen, ist bei James Lawrence mit einer längeren Ausfallzeit zu rechnen und wie sehr hat euch er heute gefehlt? Also definitiv fest steht seit gestern, wobei wir es vorgestern schon erahnen konnten. Und im Grunde genommen haben wir einen 1-zu-1-Wechsel vorgenommen, haben dann mit Marvin Knoll und Daniel Buballa in der Innenverteidigung gespielt. Dass James für uns nicht zu ersetzen ist, das wissen wir in der jetzigen Phase. Ist ja jemand, der extrem viel Ruhe ausstrahlt, auch die anderen Jungs führen kann und eben genau in diesen Phasen, wo es vielleicht als Mannschaft nicht so klappt, eben dann da ist und steht. Und ich hoffe mal, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, dass er dann zum Jahreswechsel wieder zur Verfügung steht. Aber da werden wir auch die nächsten Untersuchungen noch abwarten müssen. Dahingehend nochmal Andreas Hart, auch vom Hamburger Abendblatt. Wie entscheidend sind die erzwungenen Umstellungen durch Verletzungen in der Abwehr? Ja gut, ist jetzt ja nicht so, dass die Jungs das erste Mal zusammengespielt haben. Also erstmal trainieren die das ganze Jahr zusammen und die spielen ja nun auch schon ein paar Jahre lang hier zusammen beim FC St. Pauli, auch in der Viererkette. Und von daher würde ich das jetzt nicht irgendwie als Ausrede oder als irgendwas heranziehen wollen. Michael Erkermann von der Bild möchte gerne wissen, wie beurteilst du die Situation mit der roten Karte gegen Sven? Na gut, ich glaube, Sven kommt raus, geht natürlich ein Risiko ein da mit seiner Fluggrätsche. Ich glaube, er trifft noch ein bisschen den Ball. So, das war eine Notbremse, war es definitiv nicht. Wenn, dann wäre es eher überhartes Foulspiel gewesen. Ich glaube aber, dadurch, dass er von vorne gekommen ist, noch den Ball getroffen hat, kann man die gelbe Karte vertreten. Aber ich habe es jetzt im Fernsehen auch noch nicht gesehen. Carsten Harms, welche neuen Maßnahmen musst du jetzt ergreifen, um den Abwärtstrend zu stoppen? Das habe ich den Jungs nach dem Spiel schon im Kreis gesagt. Wir werden uns morgen hinsetzen, werden die Lage mal analysieren, schonungslos, weil eins ist klar, so wie es jetzt in den letzten Wochen abgelaufen ist, so kann es nicht weitergehen. Und ich will mich dann auch nicht mehr irgendwie immer damit argumentieren, dass wir die Mannschaft sind, die am meisten aus dem 16 aufs Tor geschossen hat oder die irgendwie die meisten Angriffe fährt oder sonst was. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir stabiler werden in der Defensive, dass wir unsere Zweikämpfe gewinnen und dass wir in den entscheidenden Momenten da sind und damit viel mehr Überzeugung handeln. Und da werden wir wahrscheinlich noch mehr Maßnahmen ergreifen müssen als bisher angedacht. Und da werden wir morgen auf jeden Fall die Köpfe zusammenstecken und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, weil eins ist auch klar, wir haben die Winterpause ist dieses Jahr 4 Tage und wir stehen am 3. Januar schon wieder auf dem Platz und die Zeit ist knapp. Wir haben im Januar 7 Spiele und uns ist allen klar, nicht nur durch den Blick auf die Tabelle, sondern auch durch die letzten Spiele, dass sich einiges ändern muss und das werden wir angehen. Andreas Hart möchte gerne wissen, ob er personell noch etwas plant. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt morgen in die Analyse gehen und dann werden wir weiter gucken, wie wir die nächsten Wochen gestalten. Natürlich bietet sich der Januar auch an, was Zugänge angeht, aber was da konkret alles ansteht und was wir umsetzen können und wollen, das besprechen wir erstmal intern und dann gucken wir, was wir für am wichtigsten erachten. Dann nochmal Butchi Rosenfeld, Igor hing meist in der Luft, siehst du das auch so und warum war das so? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir erste Halbzeit, dass wir da schon noch auch als Mannschaft uns gut präsentiert haben und dass wir da dementsprechend auch unsere Chancen hatten. Zweite Halbzeit ist natürlich so, wenn jeder zweite oder dritte Pass zum Gegner geht und man dann auch in der Ballrückeroberung nicht gut ist, dann ist es für einen Stürmer natürlich ungleich schwerer. Aber da jetzt irgendwo Mannschaftsteil oder einen Spieler rauszuziehen, der es irgendwie noch besonders gut oder besonders schlecht gemacht hat, das ist, glaube ich, heute nicht der richtige Ansatzpunkt nach so einem Spiel. Einmal nochmal in die Runde gefragt, gibt es weitere Fragen von euch? Kurzes Handzeichen wäre gut, falls es der Fall ist. Ansonsten gehe ich davon aus, dass nichts mehr kommt. Gut, es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Dann vielen Dank, einen schönen Abend und noch ein ruhiges Weihnachtsfest. Vielen Dank. Tschüss.